Hallo ihr Lieben, ich grüße euch bei Whisky Gold. Ein Glenmorray hier auf meiner Kiste. Eine neue Abfüllung, exklusiv abgefüllt für whisky.de. Ja, wer kennt sie nicht? Ich habe sie mal gegönnt, weil mich die Ecktaten wirklich gereizt haben. Und ich für einen 18-Jährigen in einem Portpipe, vollständig gereift für 95 Euro irgendwie nicht Nein sagen konnte. Hat mich total gejuckt. Ich bin jetzt nicht so der Port-Finish-Fan bei Whiskys. Hier als Vollreifung ist mir vielleicht sowieso schon fast quasi, ja, so ein bisschen Neugebiet. Ich kann mich jetzt keine Abfüllung erinnern, wo ich jemals eine vollständige Reifung im Portpipe hatte. Als Nachreifung schon. Und selbst Portwein, ja, kann ich mir einmal im Jahr mal ein Fläschchen gönnen. Und das war es eigentlich auch schon, wie bei Brandy, Cognac oder Rum. Hier hat es mich tatsächlich wirklich gereizt als Vollreifung. Wir ziehen mal den Karton hier ab, der kommt hier mit so bei. Also diese Abfüllung ist, glaube ich, seit 1,5 Wochen, 2 Wochen auf dem Markt. Aktuell, sage ich mal, verfügbar, jetzt gerade wieder verschwunden. Vielleicht kommt ja noch irgendwie was nach. Es ist ein Single Cask. Und tatsächlich nur auf whisky.de natürlich dann auch zu haben. Kommt in dieser schicken Glenmorray Holzkiste aus der Private Cask Collection. Lässt sich hier oben so abziehen. Fällt dann auch nicht runter, sondern baumelt hier mit dran. Das ist so ganz schön gemacht. Ja, und ich bin ja gar nicht so der Glenmorray-Trinker. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kommt irgendwie zu selten ins Glas. Also, ich kann mich an irgendein Nasma vielleicht entsinnen, dass ich den mal hatte. Ansonsten war es das aber auch schon. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich was verpasst. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Ja, es ist ein Space Cider, 1897 gegründeter Brennerei nähe Elgin. Brennen erstaunlich viel. Über 6 Millionen Liter im Jahr. So, und zu dem hier, also 95 Euro habe ich gesagt, kein Farbstoff, keine Kältefiltration. Single Cask, Fassstärke mit 58,9%. Er hat 18 Jahre, voll im Portpipe gereift. Und er wurde destilliert am 18.05.2004 und 2023 abgefüllt. Das genaue Datum steht hier nicht drauf. Small Batch, 591 Flaschen ergab dieses Port Pipe. Die Port Pipes ähneln ja den Sherry Butts, also sind sehr verwandt. Die Port Pipes sind aber langgezogen, ja, so ein bisschen gedrungener und länglicher gezogen. Schlacht mich jetzt nicht tot. Sind die 500 bis 650 Liter, irgendwie so lagen, glaube ich, die Portpipes. Aus europäischer Eiche natürlich. Ja. Glenmorray, ja, ich habe, wie gesagt, nicht viel auf dem Schirm von denen. Ich glaube, das ist sogar mein erstes oder zweites Glenmorray-Video. Hat ja doch eine beachtliche Corage. Hätte ich nicht gedacht. Sehr viele Nass, viele Weinfassabfüllung tatsächlich auch. Aber man kann nicht alles trinken, ey. Die Leber will dann irgendwann nicht mehr. Boah, das ist intensives Näschen, ne? Ich habe mir 2 Gläser bereitgestellt. Ich werde den einmal mit Wasser und einmal ohne Wasser probieren. Ich glaube, das ist ganz sinnig bei dem hier. Ja, ansonsten habe ich da nicht mehr viel zu sagen. Viel mehr steht hier auch nicht drauf. Ja, abgefüllt für whisky.de. Jeder, der Whisky trinkt, kennt, glaube ich, whisky.de. Ne? Wer hat nicht mit Herrn Lüning angefangen, Whisky und Videos gucken? Also ich habe es tatsächlich auch. Und ja, habe ich mal seit langem da mal wieder was ergattert. Was wollte ich noch? Ah ja, nehmen wir gleich den Karton. Ah, das ist eine sehr schöne rötlich-bräunliche, rostfarbene. Habt ihr es gesehen? Ja, oder? Gut. Also, Glengoyne-Glas lassen wir. Ah, wir machen das anders. Seht ihr?
Schnapsgläschen fehlt. Mit meinem Wasser. Ich habe jetzt keine Pipette parat. Wir nehmen den ohne. Den verdünnen wir mal ein bisschen runter. Zack. Ich hoffe, dass wir den so Pi mal Daumen auf 50 kriegen. So, erstmal verriechen wir mal den in Fassstärke als Original. Also intensiver, süßer, weiniger Antritt. Aber so noch einmal ziehen kann man gleich diese typischen Noten. Ganz zarte, säuerliche Note. Viel Süße, Traubensüße. So Zwetschgen. Alkohol nicht brennend in der Nase. Aber ja. Noch ein bisschen verschlossen, würde ich sagen. Ich muss jetzt mal gegenhalten. Oh, ganz anders. Also, zwei verschiedene Whiskys auf einmal. Deutlich weiniger, auch portweiniger die Nase, also wirklich Betonung auf Portwein kann man lassen. Hier kommt die Frucht jetzt mehr zur Geltung. Ich kriege noch ein bisschen Aprikose. Buttrigkeit. Orange. Ich habe ungefähr gleich viel. Ja, ich habe ihn schon stark verdünnt, das muss ich schon sagen. Ein bisschen Holz. So ein bisschen Portwein, Roséwein-Charakter. Süß, backsig. Angenehm. Und hinten raus so ein bisschen leichte Röstaromen, ein bisschen Kaffeenote kommt daher. Ich glaube, ich habe ihm einen Tick zu viel Wasser reingemacht, aber ist egal. Das lassen wir jetzt mal so und dann probieren wir die Fassstärke hinterher. So ist das, wenn man seine Pipette nicht zur Hand nimmt, ne? Also ich würde jetzt sagen, ich habe ihn ordentlich verdünnt, wahrscheinlich so auf irgendwas zwischen 40 und 45. Lebendig, süß, prickelnd, spritzig, cremig, süß, Traube, Rosine, Weintraube. Hinten raus so eine leichte Mokkanote. Ja. Portwein ist zu spüren, aber es kommt auch so eine Assoziation zum ein bisschen zum Rosé oder ja, so ein bisschen Fruchtlikör. Holz ist zu spüren, nicht unangenehm. Hier merkt man die Betonung des Portfasses nicht ganz so extrem
wie ich es jetzt vermuten würde, wenn ich an ihm rieche, unverdünnt. Er kriegt so ein bisschen Erinnerung an so Whisky-Anfänger, als man so diese ersten Macallans, Sherry Oak oder sowas probiert hat, so wie es in die Richtung. Komplett andere Schiene, aber man merkt hier, dass er Jahre in diesem Fass verbracht hat und ordentlich sich aufgeladen hat mit so tiefen, schweren, fruchtigen Aromen. Dass es nicht einfach so kurz durchgehuscht ist. Wisst ihr, was ich meine? Kein Finish oder wie das bei den asiatischen Whiskys ist, so Kavalan oder sonst was, kurz aufgeladen, sondern er hat auch Tiefe, er hat ein bisschen Charakter. Da kommt noch hinten ein bisschen was nach. Also nicht dieses, was man heutzutage ganz oft hat, so wir haben jetzt eine Nassabfüllung, die lag dann 6 Jahre Bourbonfass und einmal schön durchgezogen, halbes Jahr in irgendeinem frischen Monster Sherry Butt. Was wisst ihr, wo dann nochmal 50 Liter Sherry vergessen wurden oder so. Sondern er kriegt hier richtig Charakter durch das Holz. Über die lange Zeit. So, jetzt nehmen wir aber nochmal das Näschen vom Unverdünnten mit 58,9. Was mich sehr erstaunt ist auch, das hat man nicht oft, wenn man intensiver zieht, dass der Alkohol nicht in der Nase sticht. Das ist schön. Aber jetzt ein bisschen verschlossen. Ne? Also ich habe hier zu viel Wasser reingemacht. Ein bisschen weniger hätte es getan. Aber ich könnte hier 10.000 Versuche starten mit wie viel Wasser und so weiter. Das, für diese Momentaufnahme muss es einfach reichen. Seht es mir nach. So, wollen wir mal. Zu intensiv. Ja, er braucht ein bisschen Wasser. Deutlich weniger wie hier, weil er doch sehr kräftig auf eine Zungenspitze kommt. Aber du hast jetzt so richtig schön Toffee, Portwein, volles Rohr da. Karamell, weinige, süß-weinig, säuerliche Noten. Dieses Säuerliche ist aber ganz zart, ja, das ist jetzt nicht, dass es überhand nimmt, aber man merkt diese leichte säuerliche Note. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ein bisschen zu doll, wir kippen den einfach hier rein. Und dann haben wir vielleicht ein schönes Verhältnis an. Ist ein bisschen stärker, nicht ganz so schwach. Ich werde mal einmal mit Wasser neutralisieren. Ist ja schon wieder ein Experiment hier. Ja, ein bisschen besser die Mischung. Sehr mehr. Also unwahrscheinlich komplex. Wie der sich im Mund schön entfaltet. Du merkst das Holz. Du merkst die Holzwürze jetzt. Hinten raus spürst du die europäische Eiche. Diese Süße, diese Würzigkeit, die Weinigkeit. Alles kommt so ein bisschen im Wechselspiel zur Geltung, verblasst nicht sofort. Und sehr, sehr, sehr fruchtbetont. Darf ich sagen, dass er mir gut schmeckt? Darf ich sagen, dass er ein bisschen Wasser verträgt? Ein paar Spritzer Wasser verträgt auf jeden Fall. Das macht ihn auf, das macht ihn deutlich angenehmer, interessanter, komplexer, vielschichtiger. Tja.
Süß, einfach wie er den Mund auskleidet mit dieser wunderschönen Süße, mit diesem Früchtekorb. Er zieht sich langer Abgang. Und da gibt es noch viel zu entdecken. Ich kriege das hier alles gerade nicht zusammen. Tut mir leid, ich bin gerade so ein bisschen im Fruchtmodus. Und sehr viel europäische Eiche. Aber wahnsinnig lecker, wahnsinnig lecker. Hätte ich nicht gedacht. War einfach mal blind zugegriffen. Ich dachte, ich bestelle mir mal wieder was bei whisky.de, weil der hörte sich einfach gut an. Und Glenmorey, hey. Also, gebt ihm Wasser. Vielleicht auch ein bisschen atmen lassen. Wer auf Port steht und auf Port finishes, ist hier bestens bedient. Und eine Vollreifung. Preis 18 Jahre für einen Single Cask, 95 Euro, kann man glaube ich nichts gegen sagen. Völlig in Ordnung, mit einer schönen Umverpackung plus dieses Pappding hier noch dazu. Die Eckdaten sind drauf. Tja, und er schmeckt wirklich gut. Ja. Also kein Fehlkauf in meinen Augen. Mir hat er bestens gefallen. Was will ich noch zu ihm sagen? Eigentlich ist alles gesagt. Definitiv probieren. Ich bereue es nicht. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.